Das ist alles Lava, oder? Auf dem Boden. Ich kann das jetzt natürlich nicht so gut erkennen wegen der Farbe. Infravision, aber es scheint mir so zu sein. Ja, jetzt ist es klar. Und es ist so hell, da brauche ich jetzt nicht die Infravision nochmal anzusetzen. Aber sobald wir am Ende sind, dann würde ich das machen. So. Fangen wir hier an. Uff, ist gar nicht gesprungen, obwohl ich das eigentlich wollte. Uff. Gut, dass ich so weit springen kann. Algors Leiche. Steintafelfragment, das ist, was wir brauchen. Ich habe ein Fragment der Steintafel gefunden. Ich sollte sie zu Gervasius bringen, wenn ich alle drei Teile gefunden habe. Genau. Den Silberdolch können wir noch mitnehmen. Ich möchte jetzt aber trotzdem wissen, was es hier drin noch so zu finden gibt. Der hat es leider nicht hier rausgeschafft. Oh, das ist ja gar nicht so schwer. Ah, fucking hell. Ich habe ihn ganz, ganz erschreckt gerade. Oh nein, der kann hier drüber springen. Damit habe ich nicht gerechnet. Ist der in der Lava drin jetzt? Ich treffe den aber auch nicht. Ach, der ist durch die Lava gestorben. Der ist durch die Lava einfach draufgegangen. Das ist wirklich Glück. Okay. Ich nehme meine Pfeile wieder an mich. Ich habe den überhaupt nicht gesehen, darum. Ich kann jetzt natürlich auch nicht mehr looten, den guten... Oh doch, Dorim, Salze der Abgründe. Interessant. Magika wiederherstellen, Schild und Magika festigen. Interessant. Man findet aber auch immer noch neue Alchemie-Zutaten. Da möchte ich nicht reinspringen. Leiche eines Abenteurers. Schädelbrecher? Nicht verkehrt. Kann man verkaufen für 164. Ausdauer absorbieren? Ja, das brauche ich nicht unbedingt. Ich muss gleich... Na, das reicht noch. Ah, wenn sie ins Kriegspfad... Ist das eine... Ist das... Von einem Set, das sieht komisch aus. Avensins Schlachtenhymne, okay. Schwere Rüstung, Lebensenergie festigen, festigen Stärke, festen Feuer widerstehen. Dann trage ich mit Sicherheit zu viel. Ja, und das ist tatsächlich ein Set. Und Robe des dunklen Todes. Leichte Rüstung festigen, Zerstörung, Zauberabzeption und Magika festigen. Das können wir vielleicht benutzen irgendwann. Alter, 30. Oh, das ist ein Teil der Rüstungssets, des Rüstungssets Dunkler Tod. Interessant. Aber wieso ist das 30 schwer? Das kann doch nicht wahr sein. Wie soll ich denn... Dann muss ich das hier zurücklegen. Irgendwas, was schwer ist, aber nicht viel wiegt. Das nehme ich zum Beispiel. Abgesteppte Lederschuhe. Wiegen nicht viel, aber brauche ich nicht. 11, ja, das kann weg. Eisenkürass. Die sind auch nicht viel wert. Stahlkürass behalte ich, der ist einiges wert. Alles klar, das war's. So, dann haben wir hier alles erledigt. Ich mache nochmal eben Infravision an, damit ihr auch alles sehen könnt, wenn wir da hinten wieder rauskommen. Es ist wirklich sau einfach, hier rüber zu springen. Ich dachte, das wäre schwerer. Aber nee, es geht. Also, wir müssen hier raus. Und dann geht's nach Treoma. Müsste ich gleich mal gucken, wie wir am besten da am schnellsten hinkommen. Ich habe gerade gedacht, natürlich, von der anderen Seite komme ich auch nicht durch den Weg durch, aber ja, alles gut. Wir haben ja keinen Teleportationszauber, der direkt nach Treoma geht. Also, und ich glaube, wir können vermutlich auch nicht zum Bergkloster. Deswegen... Überlege ich gleich mal, wie wir das machen, das Ganze. Ja. Na komm schon. Oh, ich habe vergessen, dass hier die Dinger ja auch noch sind. Uff. Okay, geschafft, geschafft. Alles gut. Wir sind nicht gestorben. Alles geschafft. Okay. Ich dachte gerade, immer nein, nichts. Das waren nur wieder diese komischen Dinger da auf dem Boden. Hier geht's raus, okay. Ja, jetzt muss ich das nicht aktivieren. Das ist ein bisschen dunkel für euch, aber den Ausgang könnt ihr ja schon sehen. Ich wollte das jetzt nicht wieder aktivieren, weil dann hätten wir Infravision auch hier draußen. Also, wie kommen wir denn am schnellsten nach Treoma? Natürlich, wir können ja nicht direkt hinreisen, das weiß ich ja.
Der schnellste Weg wäre wohl. Ich kann halt nicht zum Bergkloster reisen, oder? Ich könnte es versuchen, aber ich glaube, das geht nicht. Ich hoffe, das Game stürzt mir nicht ab dabei. Das wäre natürlich das Allerschlimmste, aber dafür speichere ich halt hier jetzt. Und wir haben so viele Abstürze schon erlebt, das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Bergkloster. Also laden tut er. Irgendwie scheint es zu gehen. Ah, das ist die Armee, die angegriffen hat. Okay, okay, ich sehe schon. Ich sehe schon. Aber wo ist meine Pia? Müsste die nicht auch hierhin teleportiert worden sein? Die hat doch überlebt. Ich habe sie doch wiederbelebt. Anscheinbar nicht. Nun gut, ich mache mich jetzt auf den Weg. Und das werde ich halt rausschneiden, weil das wieder ewig lang dauern wird, bis ich in Drioma bin. Und den Weg kennen wir ja schon, also bis gleich. So, und da sind wir auch schon in Drioma. Am Eingang, am Osttor. Und wir müssen zu der Aufbewahrungsstätte, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, Gervasius in Erotin will, dass ich Erbtafeln des ehemaligen Königsgeschlechts des Nordreiches besorge. In den Geschichtsarchiven von Drioma soll sich ein Bruchstück davon befinden. Dort soll auch noch ein Hinweis zu einem weiteren Bruchstück zu finden sein. Ich sollte diesen Auftrag ernst nehmen, wenn ich stark genug dafür bin. Ich denke schon, dass das klappt. Wir haben es ja bei dem anderen auch geschafft. Geschichtsarchiven. Aber das könnte natürlich auch... Ich denke, das ist die Aufbewahrungsstätte. Tempelplatz, die Bibliothek, da waren wir ja schon drin und da habe ich jetzt nichts weiteres. Wobei, es könnte natürlich sein, dass wir da nochmal rein müssen. Aber wir gucken einfach mal. Eigentlich klar, es würde Sinn machen, wenn man jetzt sagt, wir müssen in die Bibliothek. Und da waren wir ja vorher schon drin. Dass es dasselbe ist, dass wir da nochmal rein müssen. Vielleicht hätte dann auch das Spiel gesagt, ja, du kannst das gleichzeitig mit der Hauptquest machen. Das könnte natürlich auch sein. Aber ich würde ganz gerne erstmal hier reingehen und gucken, ob das nicht vielleicht doch hier drin ist. In der Aufbewahrungsstätte. Ist natürlich jetzt nur so eine Vermutung von mir. Könnte natürlich auch komplett falsch sein. Könnte ich natürlich komplett daneben liegen. Das kann ich nicht so gut sagen, aber... So, bei den Büchern wahrscheinlich nichts und hier liegt auch nichts. Schein und Sein, was mir unbedingt bräuchten hier. Magiewächter, ja, den haben wir beim letzten Mal besiegt gehabt. Scheint aber nichts hier zu sein, was uns weiterhelfen könnte hier. Vielleicht müssen wir doch nochmal zurück in die Bibliothek. Upsa, da bin ich mit dem... Der Maus abgerutscht. Aber nein, hier ist auch nichts. Dann komm schon. Und hier war auch nichts. Ja. Gut, dann gucken wir doch mal in der Bibliothek nach. Ob wir da fündig werden. Ja. Hier in dem Eingang ist ja auch nichts. Na gut, gucken wir mal. Ich meine, das steht ja auch nicht so ganz genau da, ne? So wie ich das sehe. Ja, wird das auf der Karte angezeigt? Nein, es ist doch da, wo ich gerade rein bin. Oder? Nein. Ach so, nein, es ist einfach nur Drioma angezeigt. Es ist nicht hier direkt, wo ich gerade rein bin. Sonst würde es ja auch rot angezeigt werden. Und dass es hier auf dem Boden ist irgendwo, davon gehe ich jetzt auch mal nicht aus. Ja, keine Ahnung. Da drin ist es nicht, schätze ich. Na, wo haben wir es denn? Hier. Also. Geschichtsarchiven von Drioma. Vielleicht ist es dann doch das, wo wir dann waren vorher. Diese Bibliothek. Jetzt müsste ich natürlich den Weg zur Bibliothek finden. Oh, wir haben einen Feuerfunken gefunden. Damit bekommen wir einen... Extrapunkt in Glück. Eine Feuerfunke. Habe ich jetzt übersehen? Nein, wir haben sogar zwei noch da.
Jetzt haben wir 2 Punkte im Glück bekommen. Sehr gut. Wir sind jetzt bei 34 Glück. So, jetzt müsste ich natürlich erstmal gucken, wo war nochmal diese Bibliothek. Ah ja, hier. Hier ist die Bibliothek. Oder hatten wir die nicht? Ja, ich glaube, die hatte ich. Genau, das habe ich, glaube ich, als ich wieder raus bin aus der Bibliothek. So. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, ob das hier irgendwo ist, ne? Aber wir sind ja dafür hier, um zu gucken, ob wir hier richtig sind. Da kann ich nicht runterspringen, so viel ich weiß. Ja, das war richtig. Ich gucke einfach mal, ob wir da unten irgendwas finden. Das ist ja schnell gemacht. Mal wieder meine Infravision anmachen. Klar, es ist nicht ganz so dunkel, aber ich weiß ja, wie YouTube reagiert bei dunklen Videos. So, weiter runter. Warnlicht, das mir hoffentlich nicht wehtut. Doch, es greift mich an. Okay. Na, ich muss aber jetzt nicht unbedingt. Ist vermutlich wieder... Okay, weißt du was? Dann werde ich dich halt erledigen müssen. So, erledigt. Das ist schon ein bisschen laggy hier drin, ne? Muss man sagen. Da speichere ich vielleicht nochmal ab. Bevor mir das Game nochmal wieder abschmiert. Passiert hier leider zu häufig. Was war das für ein Sprung? Ging aber meilenweit nach oben rauf. Okay. Wir sind ja hier in der Bibliothek. Also könnte es natürlich sein, dass wir hier irgendwo ein derartiges Buch finden. Blaukappe, der böse Berglöwe. Na, die Infravision funktioniert leider nicht so lange, wie das Licht funktioniert hätte. Wieso benutze ich hier nicht eigentlich Licht dann? Weil ist doch gar nicht notwendig hier, dass ich hier mit damit rumhantiere, während ich doch Licht habe. Sein und sein. Hier irgendwelche Bücher, die man gebrauchen könnte. Umschlag. Ja, da ist nichts drauf. Jetzt ist natürlich wieder viel zu hell, um irgendwas zu erkennen. Wieso habe ich das eigentlich nicht mitgenommen, das Zeug hier? Alchemiezutaten, die hier rumliegen und ich habe sie nicht mitgenommen. Gift, Frostöle. Statt Erotin und Historie. Noch eine Kristallkugel hier, eine Truhe und die habe ich auch nicht mitgenommen. Was ist denn das? Was habe ich denn gemacht beim letzten Mal, als ich hier war? Die Hintergründe des Südreiches. Okay. Ja, die verstimmt vergessen zu lesen. Naja. Also hier ist leider auch nichts. Okay. Mir wird leider nicht genau angezeigt, wo ich hin müsste. Also mit Licht ist es definitiv besser hier. Infravision sollte ich wirklich nur benutzen, wenn ich unbedingt muss. Oh, das hier habe ich ganz übersehen. Ein Gold. Ich habe gar nicht gesehen, dass hier unten auch noch Zeug ist. Ein Lehrbuch. Ja, siehst du mal, was man alles übersehen kann. Alright. Was noch? Das war alles hier unten, ne? Ja, sieht so aus. Ja, hier ist tatsächlich nichts, was ich noch finden könnte. Na gut, dann gehen wir eben wieder raus. Na, diese Aufbewahrungsstätte, da ist ja nichts gewesen, deswegen. Ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir noch einen anderen Dungeon finden hier in der Nähe. Hier lang. Ja,
Ist schon ein bisschen nur hin und her und hin und her, um dahin zu kommen, wo wir eigentlich hinwollen, naja. Aber es geht ja nicht anders. So. Dann gehen wir wieder raus. Und auf der Minimap wird ja auch. Wurde ja auch angezeigt, dass das nicht hier drin sein würde. Ich hätte auch bestimmt ein Quest-Update bekommen, wenn das da drin gewesen wäre. Also der zeigt hier natürlich an, dass es die Aufbewahrungsstätte ist, aber das Problem ist halt, dass wir da drin nichts machen können. Und ist ja auch grün und nicht rot, was bedeutet, dass es vermutlich gar nicht da drin ist, sondern draußen. Weil grün bedeutet ja, dass es draußen ist und nicht drin. Was ist das da oben eigentlich? Kommt man da überhaupt hin? Ist so eine Frage, ne? Ich komme da hin, ja, das geht schon. Nicht so da reinfallen oder was? Weißt du, dafür gibt's Saves, damit man das ausprobieren kann. Nope, kann man nicht. Aber ja. Keine Ahnung, wenn wir gestorben wären, hätte ich es zumindest ausprobiert. Gibt's hier noch irgendwelche Dungeons? Außer die, die wir gefunden haben. Oh, da unten ist ein Geister-Gegner, den ich natürlich jetzt nicht unbedingt bekämpfen möchte. Ich meine, ich muss hier nicht alles bekämpfen. Ich sehe noch so ein paar Sachen. So direkt vor mir ist eine Sache. Die ist auch nicht so weit weg. Da in der Richtung. Ja. Oh, warte, vielleicht ist das unter Wasser? Ich meine, ich sehe so ungeöffnete Dungeons in meiner Nähe. Da wird man natürlich hellhörig. Ich achte nicht so häufig auf die, wie nennt man das? Ja, das wird hier angezeigt, ich weiß auch nicht, aber da ist ein Dungeon. Den möchte ich ganz gerne öffnen, dann. Nicht so häufig auf dieses Radar. Deswegen bin ich ein bisschen... Oh, da ist ein Gegner. Vorsicht, die... Ich werde dich erledigen. Dammit. Mich sofort gesehen. Ach ja. Ich hab dich, keine Sorge. Und schon bist du erledigt. Ich würde mal zurückmachen auf meinen Silver Claymore. Kann ich zwar tragen, aber möchte ich jetzt nicht unbedingt. Hier ist noch ein Dungeon, den ich noch nicht gesehen habe. Zumindest Trioma-Tempel-Ruin. Ah. Komm her. Versuch dein Bestes. Er hat mir die Hälfte meines Lebens abgezogen. Der Tempelmeister. Ah. Aber wenn es ihn's macht, oh, bekomme ich direkt das nächste Stück von dem Set. Alles klar. Beinschienen des Schattenschleichers? Das ist auch nicht schlecht. Ausdauer, Akrobatik, leichte Rüstung, schwere Rüstung, Sicherheit. Wieso bekommt man da leichte und entzieht schwere Rüstung an sich selbst? Okay. Ja, das ist ja kein Problem, wenn man keine schwere Rüstung trägt, ne? Okay. Aber wo ist denn der Eingang zu diesem... Tempelruine, ach so, ist nur eine Ruine, okay. Gut, dann habe ich mich ein bisschen vertan. Ich sehe noch etwas in dieser Richtung. Ist aber hinter der Mauer dann. Was hat mich da angegriffen? Heilige Scheiße. Hat mir aber ganz schön viel abgezogen. Gut, solange du mich nicht triffst, bekomme ich keinen Schaden, also. Kann mir das auch egal sein, dann.
Aber looten möchte ich schon. Arcana-Kolyt, okay. Also. Vielleicht muss ich im Internet nachgucken, um zu sehen, was, wo ich da hängen muss. Oh nein, ich habe schon wieder irgendwas gehört, das sich unsichtbar gemacht hat. Du das nicht mit mir. Ich sehe dich nicht. Und wohin das? Wohin weiß ich auch nicht, dass, wohin das Vieh ist. Das sich jetzt unsichtbar gemacht hat. Na gut, dann gehe ich einfach mal weiter. Hier ist auch noch irgendwo was. Ah, verdammt, ich hatte mich schon gesehen, oder? Nein, hatte mich noch nicht gesehen. Komm. Zickzack gehen. Geh doch nicht im Zickzack, du blödes Vieh. Das ist nicht fair. Nein, nicht. Hier keine Ahnung, wo jetzt der andere Unsichtbare hin ist. Aber das kann mir auch egal sein. Firma Südtor. Ah, da war ich noch nicht. In dem Südtor. Aber ich schätze mal, dass da irgendwo auch nicht weitergeht, weil du ja... Heilige Scheiße, wie viele Gegner sind da an der Seite. Ich schätze aber, dass es hier auch nicht weitergeht, weil es hieß ja, dass man nur durch den Wald nach Trioma gelangt. Eine Leiche mit totem Fleisch, Rolle der Stille, Stahllangbogen. Ich verstehe nicht, was... Ich habe immer noch Kampfmusik, aber ich weiß nicht, wo oder wer gegen mich kämpfen möchte. Ja. Also, da ich nicht weiß, wo ich hin muss, beziehungsweise falls ich zu der Aufbewahrungsstätte muss, dann weiß ich nicht, was ich da machen soll. Ich schätze, wenn ich da reingehe, dann zeigt er mir auch an, dass es außerhalb ist und nicht da drin. Aber das können wir jetzt mal ganz kurz gucken. Ich möchte diese Quest ja auch nicht unbeendet lassen, ne? Jetzt hat er wohl abgelassen von uns, der Gegner. Zumindest. Beziehungsweise doch nicht. Naja, gut. Egal, gehe ich einfach mal hier rein. Ja, es ist nicht korrekt, weil der zeigt mir auf der Minimap an, dass es draußen ist. Stufe 35 bis 45 ist da draußen sogar. Krass. Nicht direkt damit gerechnet. So. Ich speichere mal ab. Und dann würde ich sagen, gucke ich mal eben nach, wo genau wir hin müssen. Bis gleich. Okay. Wir müssen doch hier rein. Und zwar hat etwas nicht funktioniert, als ich das letzte Mal hier war. Beziehungsweise... Ich mache jetzt mal Licht an, weil... Infravision ist hier ein bisschen zu viel. Haben wir ja eben schon gesehen. Erleuchtung. So. Was ich meine... Ich habe die Türen geöffnet, konnte da auch reingehen und alles, aber dieses Licht hier hinten, das konnte ich nicht aktivieren vorher. Jetzt geht es aber. Wollt ihr das Feuer anzünden? Ja. Dieses Mal funktioniert das Ganze. Und ich wette mal, dass die Tür da sich dann öffnet. Ja gut, das konnte ich natürlich nicht wissen jetzt, dass das auf einmal funktioniert. Ich habe auch keinen Marker gesehen, dass ich das aktivieren konnte. Nun ja, es ist wie es ist. Jetzt haben wir es aber und jetzt kann ich auch weiter. So. Jetzt müsste das doch, genau. Jetzt ist das hier. Oh. Wo kommst du denn jetzt her? Oh, schnell hin, schnell hin, schnell hin. Der ist mir von draußen gefolgt. Ist mir von draußen gefolgt. Das wollte ich nicht mitnehmen, aber Silber Claymore nimmst du dann wieder zurück, alles klar. Wir haben das geöffnet und jetzt gucken wir mal, geht's hier direkt, ist das schon das Ende? Beschriebenes Pergament, angeblich befindet sich ein weiteres Erbfragment auf dem südlichen Küstenwachturm, der früher die Bucht von Trioma absicherte. Maltron hat versucht, die Turmspitze mit einem Luftgleiter zu erreichen, kam aber bisher nicht weiter. Nicht wieder. Ein weiterer Luftgleiter befindet sich am Signalposten von Trioma. Ach, dafür ist er gedacht. Alles klar. Vielleicht sollte ich selbst auf die Suche gehen? Das machen wir. In einem Dokument in Trioma steht, dass sich eine Erbtafel auf dem südlichen Wachturm an der Bucht von Trioma befindet. Am Signalposten von Trioma soll sich angeblich noch ein Gleiter befinden, mit dem man dorthin fliegen kann.
Okay, aber gibt's hier keine Schatulle? Ah, doch, da ist das zweite. Alles klar. Alles klar. Wir haben zwei gefunden. Und die dritte finden wir, wenn wir zum Signalposten gehen und da weiter nach Süden fliegen. So. Dann machen wir uns doch mal auf den Weg dahin. Autosave gemacht, das heißt, da muss ich nicht weiter. Ist die Quest auch direkt aktiviert? Also das Signalfeuer ist da. Ja, gut. Nee, ist nicht direkt angezeigt, aber gut, wir finden den Weg schon. Ah ja. Gut. Ich musste zwar im Internet nachgucken, aber ich weiß nicht. Vielleicht hätte ich es auch selbst finden können, wenn ich ein bisschen länger gesucht hätte, aber ich wusste halt nicht, ob das wirklich da drin ist oder woanders, ob ich vielleicht einen anderen Dungeon finden muss. Naja. Ist nicht so schlimm jetzt, wir haben es ja. Okay, das dauert jetzt wieder ein bisschen, bis wir da sind, deswegen... Ja. Oh, 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 oh. Nicht gesehen, nicht gesehen, nicht gesehen. Ich werde nicht gesehen. Na, bis gleich, wir sind gleich oben auf dem Signalposten. Ja, da sind wir am Signalfeuer. Es ist wohl tatsächlich so, wenn du durch den dunklen Wald gehst, dass es da immer dunkel, stürmig und regnerig ist. Ja, sieht man jetzt auch schon wieder. Ich bin kurz in die Richtung gegangen, um das zu überprüfen. Und jetzt fängt es wieder an zu regnen. Aber das sollte gleich auch wieder weg sein, weil wir jetzt hier am Signalfeuer sind. Seht ihr schon? Seht ihr? Genau das meine ich. Na komm. Jetzt ist es wieder weg. Es ist wohl tatsächlich so, dass in dem Wald es immer stürmt. So, jetzt sind wir hier. Und dann wollen wir uns doch mal auf den Weg machen. Warte, nein, nein. Ich wollte mir den kurz ansehen. Und abspeichern, bevor wir das machen. Und jetzt machen wir uns auf den Weg. Ja. Oh, 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 oh. Es geht schon los. Eine sehr schöne Aussicht über Triomar. Sehr cool. Auch über den dunklen Wald, ja. Ist natürlich ein bisschen verpixelt, aber ich denke, es ist trotzdem schön. Auch ein bisschen neblig hier, naja. Aber das kriegen wir schon hin. Das ist schon okay so. Wirklich schön. Ja. Es geht wohl da hinten hin. Man sieht so schon so eine Statue da. Und irgendein Gewölbe. Ja. Schade, dass das hier nicht reinrendert. Also doch ein bisschen reinrendert, aber nicht so gut reinrendern kann. Ja, das sind wohl die Engine-Limitierungen von Oblivion. Das Spiel ist halt auch schon älter. Die Engine ist aus dem Jahr 2006 und das Spiel Nerim ist aus dem Jahr 2010. Dann sieht das halt eben so aus. Naja, aber so schlimm ist nicht. Oh, da unten ist noch ein Schiff. Ein gestrandetes Schiff. Das könnten wir uns vielleicht auch mal ansehen. Vielleicht ist da noch Loot. Vielleicht auf dem Rückweg, wenn ich dran denke. Aber jetzt suchen wir erstmal nach der dritten Steintafel. Ja. Okay. Es ist auch alles hier reingerendert. Da unten ist irgendwie... Da sind noch Grabsteine. So, und jetzt sind wir da. Ja, ist klar. So. Cool. Sehr cool. Ja, und dann wollen wir mal da reingehen und nach dieser Steintafel suchen. Da hinten ist Triomar. Man sieht in der Entfernung die Berge, auch wenn da viel Nebel ist, aber hier sieht man die Berge auf jeden Fall. Ja, dann gucken wir uns das mal an.